Was muss ich dafür tun? Ob ihr bei Donnerfaust vorsprechen dürft, hängt davon ab, ob ihr genug Fürsprecher findet. Nicht irgendwelche Leute, versteht sich, sondern welche mit einem gewissen Einfluss, wie ich. Okay, und wie kriegen wir dich als Fürsprecher? Beziehungsweise, wer hat die überhaupt noch als Einfluss? Die Ratsmitglieder. Neben mir sind das Eisenschmeck, Witwenfreund, Hakensang und Bardenschreck. Aber glaubt nicht, dass ihr es schaffen könnt, ihre Einwilligung zu bekommen. Hakensang, den kennen wir doch. Vielleicht ist er ja so nett, nachdem wir ihn verschont haben. Ich muss mehr über die Ratsmitglieder erfahren. Ja, ja, aber schaffen werdet ihr es trotzdem nicht. Über wen wüsstet ihr denn gerne was? Über euch. Ja, Girtasch, Sohn des Gramtax ist mein Name. Und Gold habe ich nicht nur in den Beißerchen. Baue auch Edelmetalle in der nahen Binge ab und organisiere so allerhand lukrative Geschäfte. Du trägst die Decke Goldkette, aber Goldzähl sehe ich bei dir zum nicht. Zum Beispiel verleihe ich Gold, natürlich nur gegen Zinsen. Da fällt mir ein, ich bräuchte jemanden, der ein paar Schulden eintreibt. Wenn ich das richtig sehe, wollt ihr euch gut mit mir stellen? Ja, wollen wir. Das macht mich aber nicht zu einem Laufburschen, oder? Doch, doch, das macht es. Überlegt es euch gut. Wenn ihr mich als Fürsprecher wollt, dann kommt wieder. Gut, das machen wir doch. Wollt ihr mit mir über die Schuldner sprechen? Ja. Da ich euch als Fürsprecher will, bin ich nun bereit, mich darum zu kümmern. Ja, ja, dann macht euch mal nützlich. Wer seine Raten nicht zahlt, der bekommt Besuch, klar? Ihr kümmert euch doch darum. Ja, wir versuchen es auf die harmlose Art. Wen soll ich besuchen? Der erste ist Kleffer Bodo, ein Hundezüchter. Ihr findet ihn in der Nähe des hinteren Hafens. Ein Sturkopf ist das. Gewaltdrohungen nützen da gar nichts. Und nennt ihn nicht Kleffer. Okay. Bei dem zweiten handelt es sich um Radomir, den Tavernenkönig. Dreimal dürft ihr raten, wo ihr den findet. Windiger Bursche, lasst euch keinen Fuchs aufbinden. Okay, Nummer und dann zwei. Dann wäre da noch Zira, unser zartes Schneeräuschen. Die hält da hinten am Haus nach Kundschaft Ausschau und klimpert mit ihren raja gefährlichen Augen. Ja, ja. Okay, die da hinten, die habe ich ja vorhin schon gesehen. War's das, wie ihr einfach schon treffend bemerkt habt? Zeit ist Gold. Und das Gold rinnt durch die Finger. Ja, ja. Durch meine Finger. Vom Kleffer Bodo bekomme ich 12 Dukaten. Von Radomir 11 Dukaten. Und vom Schneeröschen 8 Dukaten. Macht zusammen 31 Dukaten. Noch Fragen? Nö. Ich muss mehr über die Ratsmitglieder erfahren. Wenn ihr meint, dass euch das hilft, über wen? Eisenschmeck? Femin Sormann ist ein gefährlicher Mann, ja, ja. Ist schon früh eingestiegen ins Räubergewerbe. Erst Kutschen, dann Schiffe. Wer weiß was noch alles. Ah, toll, also ein Plünderer, hm? Sicher ist nur, dass ihr keine Freude haben werdet, mit ihm zu reden. Er hält sich viel in der Taverne auf, angeblich um Geschäfte abzuwickeln. Oder um neue Raubzüge zu planen. Erst müsst ihr aber unbedingt mit seinem Bootsmann schwatzen. Ein stinkender Schwarzpelz. Ob ihr das überlebt? Ja, ja, wir werden es sehen. Ein Schwarzpelz, also ein Ork. Toll, davon haben wir vorhin einen Haufen getötet. Seid ihr dann fertig? Nein. Ja, ja, aber schaffen werdet ihr es trotzdem nicht. Also Eisenschmeck und Goldzahn haben wir. Wer gerne was? Wer ist der Witwenfreund? Rumpo Barschbold. Der Mann, der vom einfachen Söldner zum Kapitän wurde. Wie hat er das gemacht? Toll, das fragt er sich gerade selber, oder? Ja, ja, würde mich auch interessieren. Spielt meist drüben am hinteren Pier, der gerne groß. Fragt ihn doch selbst. Okay. Ist noch was? Ja. Wenn ihr meint, dass euch das hilft, über wen? Bardenschreck? Die gute Jadira Cruento ist eine Zahori. Ihr wisst schon, fahrendes Volk. Als sie den alten Wirt hier aufgeknüpft haben, hat sie die Kaschemme übernommen. Da tanzt jetzt alles nach ihrer Musik. Toll. Seid ihr dann fertig? Also die betreibt die Herberge, ja, ja, die Taverne. Werdet ihr es trotzdem nicht. Und verschreckt die Baden. Über wen wüsstet ihr denn gerne was?
über unseren alten Freund Haken sein. Herrscher auf den eigenen Planken ist er, der Timon von Steingrund. Aber wenn er nicht aufpasst, wird er bald auf dem steinigen Flussgrund residieren. Noch findet ihr ihn in der Taverne. Ist noch was? Okay, danke. Jetzt habe ich alle Ratsmitglieder in der Gunst von Piraten und goldige Verpflichtungen. Jupp. Alles Fürsprecher. Sogar. Witwenfreund und so weiter. Hake und Netter Bussard. Die haben sicherlich auch was zu sagen. Hast du schon gehört? Lass mal hören. Der Hakensang hat sich, ohne vorher aufzuteilen, die Beute unter den Haken gerissen. Das macht ja Wacki Stimmung und will ihn beerben. Ich mag den Wackernagel nicht. Der Kerl stinkt wie ein alter Fisch und seinem Rotzinken traue ich nicht. Aber die Beute nicht zu teilen, ist Schufterei. Hätte ich dem alten Haken nicht zugetraut. Können wir mit euch reden? Entschuldigung, ich rede gerade mit jemandem. Später vielleicht. Hast du schon gehört? Lass mal hören. Nee, jetzt habe ich glatt vergessen. Was wollte ich denn? Nee, oder? Macht nichts, Netter. Wird dir schon wieder einfallen. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Am liebsten würde ich alle Vorsicht fallen lassen und diesen Giertasch Manieren beibringen. Mein Gefühl sagt mir, dass wir Gelegenheit dazu haben werden. Ja, ich kann mir nämlich vorstellen, dass hier alle nachher gegen uns sind. Lass dir vom Schneeröschen den Bart kraulen. Ja. Hallo. Was für ein hübsches Kerlchen. Lust auf ein kleines Abenteuer? Sicher nicht diese Art von Abenteuer. Ich bin schon ausgebucht, tut mir leid. Schade, dir entgeht was. Girta schickt mich, es geht um deine Schulden. Der gute Girta schickt dich also? Aber ich habe ihm doch schon gestern gesagt, dass ich sein Geld nicht habe. Werte Dame, ihr enttäuscht mich. Wie kann eine Frau eurer Klasse Schulden bei diesem Grobian Girtasch haben? Ihr habt das doch bestimmt nicht nötig bei all der Raya-Gefälligkeit eures wohlgestalteten Aussehens. Okay, daran bin ich nicht schuld. Das hat Quaro gerade von alleine gemacht, aber ich find's cool. Süßer, welch erlesene Worte. Du hast auf jeden Fall Talent, mit einer Frau wie mir zu reden. Und diese tiefen, braunen Augen. Hier, nimm das Geld und komm bald wieder. Okay. Girta Schwerter Freund, also hier hast du deine Ruhe. Gut. Ardo hat Stufe 11 erreicht. Und da sind wir noch ein Stückchen entfernt von. Habe ich recht? Stufe 11, 8500. Ja, da sind wir schon noch ein Stück entfernt von. Okay. Kriegt Ardo erstmal wieder Schwerter. Und mit den Steigerungspunkten können wir ihm glatt noch einen Konstitutionspunkt geben. Oder Gewandtheit. Gewandtheit, weil Ardo muss noch folgende Sachen lernen. Wie hoch ist seine Behinderung eigentlich? Also es ist 0. Okay, dann müsste er eigentlich nur Ausdauer lernen. Und Schildkampf. Schildkampf ist gut. Plus 4 Schildparade. Und das macht sogar plus 6 Schildparade. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall seine Punkte, die er jetzt hat, aufbewahren. Gut. Das Geld haben wir schon mal. Das ist der Captain Burgumil. Der streunt hier einfach so rum. Da ist eine Werkbank, das ist schon mal gut zu wissen. Hallo, du. Hey, du da. Du bist doch der Kerl, dem ich damals eins übergebraten habe. Nicht, dass ich wüsste. Okay, ich erinnere mich, du hast mich damals zum Beginn meines Abenteuers hinterrücks umgehauen. Ich hasse dich. Nachdem ich dich umgehauen habe, ist alles in meinem Leben schiefgegangen. Naja, toll. Erzähl mir doch mal, ich bin nachdem neugierig. Nachdem deine Kumpanen sich eingemischt haben, bin ich abgehauen. Dabei ist in der Eile mein Schiff auf einen von den großen Steinen aufgelaufen. Bin gerade so mit der Nussschale von Beiboote hergekommen. Der Großteil meiner Leute ist abgesoffen. Und das Schlimmste?
Vorher hatte ich gute Chancen, in den Rat zu kommen. Aber da sitzt jetzt dieser Hakensang drin und nicht ich. Das ist alles deine Schuld. Ja, jetzt brauche ich wenigstens nicht deine Stimme. Egal. Ich hab Lust, dir jetzt nochmal eine runterzuhauen. Für den ganzen Mist, der wegen dir und deinen Kumpanen passiert ist. Gut. Die Ritter Schwarz sind die Besten. Kommt und überzeugt euch selbst von dem kolossalen Angebot. Machen wir ihn fertig. Jetzt pass mal auf! Genug! Ich hab verstanden. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen. Bei Rondra, das sollte dir eine Lehre sein, unschuldige Leute einfach hinterrücks niederzuschlagen. Ja, du hast mich niedergehauen. Ich hab dich, naja, fast niedergehauen. Hau ab. Warum lasse ich es nicht einfach bleiben? Diese elende Pechsträhne, elender Fex. Warum habe ich nicht einmal Glück? Immer nur die anderen. Alles okay, wir haben schon mal den Hammerberg freigeschalten. Der Verbodo kippt nur Rumpo. Okay, dann gucken wir mal. Rumpus Goblin? Ja. Hallo. Rumpo Goblin hilft gerne. Sehr gerne dir helfen. Glück haben. Ich dürfen reden bei Arbeit. Nicht so viel Glück haben die Ork-Goblins, die immer geschlagen werden und abhauen viel. Ja, das kann ich mir denken. Ich gehe da mal wieder. Captain Rumpo, du bist wahrscheinlich der Witwenfreund, oder? Jupp. Welch katzengleiche Grazie kommt da in eurer Begleitung? Der Anblick ihrer feurigen Augen lässt mich entflammen. Sie muss eine Göttin sein. Jetzt macht doch Feires an. Spottet mir nicht, Mensch, und verschont mich mit Gerede von Göttern. Ich erkenne das Zeichen des mordenden Gottes auf eurer widerlichen, haarigen Brust. Nicht sehr elegant, aber... Welch Kraft spricht aus euren Worten. Wie gern würde ich mich ausgiebig mit euch messen, bis wir beide davon erschöpft sind. Super. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mit mir mithalten könntet? Ich kann tagelang rastlos durch die Wälder streifen, ohne auch nur an das Wort Erschöpfung zu denken. Und ihr? Ihr schwitzt schon beim Stehen. Ich denke, er meint etwas anderes, Feires, aber lassen wir das. Ich kann mit starken Frauen umgehen. Oh, das erinnert mich an mein Problem. Was denn für eins? Dass ihr ein Problem habt, dachte ich mir schon. Ihr kommt gerade recht, um meiner Wenigkeit aus einer misslichen Lage zu helfen. Was denn für eine? Es scheint seltsam, dass sich diese ungepflegt aus diesem Mann so gewählt ausdrückt, versteht. Ihr schaut so fragend. Nun, ich könnte euch helfen, wenn ihr mir eure Stimme zusichert, um zum Anführer vorgelassen zu werden. Ich werde dies gern tun, erwarte jedoch, dass ihr zuerst mir helft. Ah, das ist kein Problem. Dann lasst hören, wie misslich ist eure Lage. Sicherlich werdet ihr die folgenden Informationen diskret behandeln. Ich bin voller Vertrauen, dass ich nicht Herrn Verfahrer hier bitten muss, sich den aus euren Handlungen erwachsenen Problemen anzunehmen. Herrn Verfahrer? Selbstverständlich. Ich vergaß kürzlich bei einem Ständigein meine Schnupftabakdose im Schlafgemach der Schankmaid unter der Taverne. Nun könnte ihr Liebster diese finden und unangenehme Rückschlüsse auf meine Person ziehen. Also reinschleichen, die Tabakdose holen. Wo liegt das Problem, euch die Dose zurückzuholen? Bei Letis Liebsten handelt es sich um Kapitän Eisenschmeck. Dieser hält sich zurzeit vermehrt in der Taverne auf, um Geschäfte abzuwickeln. Ihr erkennt sicher mein Problem. Jupp. Ich bin doch nicht blöd. Wir haben also eine Abmachung. Selbstredend werde ich mich erkenntlich zeigen, wenn er mir die Dose alsbald wieder beschafft. Ich gehe allerdings davon aus, bei dem guten Eindruck, den ich bisher von euch habe. Ja, wir brauchen deine Stimme, also machen wir das. Das ist ja auch nicht wirklich was Absurdes. Wir holen ihm nur seine Tabakdose zurück. Diesen Eindruck kann ich sicher gerecht werden. Wir werden sehen, wie es mit euch steht. Auszudenken, wenn er es findet. Okay. Warum arbeitet nur so schwer sein? Kapitän Rumpo! Kommt mir nicht zu nahe, Freunde, sonst entlammt ihr euch noch. Wie rührend. Wenn nur alle Männer so freundlich und zuvorkommend wären wie ihr. Wer bist du? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dörfler, Taverne. Da ist der Kläffer Bodo. Hallo Bodo. Ihr wollt bestimmt einen Hund kaufen. Aber das könnt ihr vergessen, die sind alle vergeben. Wer an diesem Ort kauft denn Hunde? Das geht dich gar nichts an. Schluss, aus, ich rede nicht über Kunden. Okay, du hast Schulden bei Giertosch und sich so sicher einteilen. Er soll gefälligst warten, bis ich den Wurf hier verkauft habe.
Dann bekommt er seine Dukaten. Sag ihm das! Sag mal, deine Hunde, das sind doch reinrassige Grimzahner Bullterrier. Solche Prachtexemplare sieht man selten. Lob sie ruhig ein wenig, wenn sie was richtig gemacht haben. Ah, du bist ein Hundefreund. Das macht ihn schon mal gleich sympathischer. Ich bin auch ein Hundefreund. Was? Ein echter Kenner? Züchtest du auch? Na, egal. Hier, nimm das Geld. Einem Hundefreund schlage ich keine Bitte ab. Okay. Freut mich, dass du mir Ärger ersparst und zahlst. Ja. Girtasch lässt mir ja sonst sowieso keine Ruhe. Und du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Auch wenn du fremd hier bist. Okay. Lama, Köter! Damit haben wir